Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck. Xylem, gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Erst aber noch ein paar Infos zur Firma. Xylem baut in erster Linie Anlagen zur Wasseraufbereitung und Wasseranalyse. Die Firma ist einer der weltweit größten Pumpenhersteller. Das Unternehmen entstand im Jahr 2011 infolge einer Abspaltung. So, legen wir los mit dem Check, aber erst noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Dann zum ersten Kriterium meines Checks. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert, dann kommt aus einem wirtschaftlich starken Land. Xylem kommt aus den USA und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp über 10 Milliarden Euro. Also beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also Xylem gibt es ja erst in der heutigen Form seit 2011, also wir können noch keine ganzen 10 Jahre zurückblicken, aber seit 2011, also seit dem Börsengang bis 2019, da ist die Dividende angestiegen und zwar von 10 US-Cent auf 96 US-Cent je Aktie und in diesem 9-Jahres-Zeitraum gab es auch keine Dividendenkürzung. Und auch wenn hier jetzt wir noch keine ganzen 10 Jahre zurückblicken können, gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also auch hier gilt, hier können wir noch nicht ganz zurückblicken bis zur Finanzkrise, weil die Aktie erst seit 2011 an der Börse ist, aber seit dem Börsengang, da hat die Aktie jetzt kürzlich in der Corona-Krise den größten Kurseinbruch erlitten, und zwar die Aktie circa zwischen Mitte Februar und Ende März 2020 circa 36% an Wert verloren. Und hier gebe ich einen halben Punkt. Und das schauen wir uns mal kurz hier im Chart an, hier die langfristige Kursverlauf von Xylem. Und hier sehen wir, dass die Aktie doch einen schönen Aufwärtstrend hingelegt hat in den letzten Jahren. Aber jetzt in der Corona-Krise ist die Aktie doch etwas unter die Räder gekommen, wie wir hier sehen. Hier war noch ein Hoch, hier Mitte Februar, und dann hier in der Corona-Krise ging es dann bergab. Vergrößern wir das mal hier in diesem Zeitraum, also hier bis 23. März, und dann ging es dann seitdem wieder so langsam bergauf mit einem Auf und Ab. Aber wie gesagt, insgesamt doch ein positiver Kursverlauf seit dem Börsengang. Machen wir weiter im Check mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Also seit dem Börsengang in 2011 hat die Aktie ca. 136% zugelegt, nach aktuellem Stand zumindest. Und hier gebe ich einen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Der Gewinn soll laut aktuellen Prognosen im nächsten Jahr ansteigen, und zwar von 1,10 Euro je Aktie auf 1,82 Euro. Das sind zumindest die aktuellen Schätzungen. Die können sich natürlich gerade jetzt in der Krisenphase noch ändern. Aber da von einem Gewinn momentan im nächsten Jahr ausgegangen wird, also von einem steigenden Gewinn, gebe ich hier einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das KGV liegt momentan bei 52 für das aktuelle Jahr und damit doch recht deutlich über 30. Und deshalb gibt es hier 0 Punkte. So, damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Xylem bei meinem 6-Punkte-Check insgesamt 4,5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel, da landet die Aktie damit zwischen der besten und zweitbesten Stufe. Also doch ein recht gutes Ergebnis für die Wasseraktie und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner ersten Videoserie, da erreicht Xylem den 27. Platz.
Und den Platz teilt sie sich mit einigen anderen Aktien, die ihr hier sehen könnt. Die haben ebenfalls 4,5 Punkte geholt. Und insgesamt habe ich bis jetzt 91 Aktien in meiner ersten Videoserie unter die Lupe genommen. So, damit kommen wir auch zum Ende. Und da noch ein weiterer Hinweis: Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zu Aktien an der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. So, macht's gut, bis zum nächsten Video.